ihr zugucken, spiel ich ein Spiel. Seht ihr diese Wolke? Sie sieht aus wie ein Schaf. Oder diese Wolke. Sie sieht aus wie ein... Okay, gut, von der Wolke mal weg. Guckt euch diese Wolke an. Sie sieht aus wie ein riesiger... Nein, auch nicht. Boah, wer hat sich hier eigentlich hier die Wolken ausgedacht? Guckt ja mal auf die Wolken. Die sehen alle aus wie eine... Irgendwie wie ein Schaf, was unter ein Laster geraten ist. Wie eine Kackwurst oder... Also, schön, wenn ich so sage. Und, zurück. Serka, du hast jetzt auch deine eigene goldene Truhe. Oh, das war wunderschön. Und ich habe dir da auch direkt ein Geschenk reingelegt. Echt? Was hast du da reingepackt? Das musst du dann sehen. Oho, welches ist denn meine? Die untere, die obere ist mir. Du willst immer oben liegen, ich find's echt cool. Oi. Ich habe ein Schwert und das werde ich losziehen und ich werde Zombies töten. Komm her, Unhold. Stirb. Warte mal, ich werde den Typen jetzt ertränken. Nee, warte, ich habe eine andere Idee. Komm hier. Komm her, du Mistmarder. Ja. Nein. Ja, ja, ich brauche Hilfe. Ich brauche richtig viel Hilfe, mein Freund. So, wir sterben gemeinsam. Plus das Häschen. So. Und zwar baue ich jetzt eine Grube, wo der Typ nicht mehr rauskommt und wo die ganzen Zombies reinkommen. Nein! Geh da wieder rein! Moment! Geh da wieder rein! Geh da wieder rein! Idiot! Geh da wieder rein! Ja, perfekt! So! Aber ich muss da mit rein, glaube ich. Du musst mir gleich mal helfen, ich muss hier irgendwie mich rausgraben, dann wieder. Wir müssen aber die Grube offen lassen. Der Typ darf hier nicht raus. Ich mag den nicht. Oh, er hat den Hasen getötet. Du Mistsau. Okay. Und jetzt grab ich mich hier raus. Ich hab's. Perfekt, wie hast du es gemacht? Lauf, geh weg. Los, genau. Oh, wie cool. Hast du? Hast du uns auch schon ein Ehebett gebaut? Ich suche gerade noch das Bett. Ich finde das Bett nicht. Wie baut man ein Bett? Na, du brauchst dafür die das Webzeug. Ja, hab ich. Dann brauchst du noch Holz. Hab ich. Ich auch. Dann ist natürlich die Frage, woran liegt's? So, wir können jetzt zugucken, wie unser Freund langsam stirbt. Wie gemein. Da, ich find's klasse. Guck mal, ich hab was Tolles gebaut, auch wenn's eigentlich total sinnlos ist. Aber es sieht schön aus. Ich kann trotzdem kein Bett bauen. Das kann ich nicht. Nein. Wie viel Seide hast denn du? Hä? Wie viel Seide du hast? 17. Dann gib mir die mal. Warum? Gib mal einfach. So. Und dann gib ich dir das da. So, jetzt kannst du es aufbauen. Bitte. Was? Was denn? Das ist ein Bett. Nie ein Bett gesehen. Worin schläfst du, Barbar, bitte? Oha, das brauchen wir aber auch dringend. Wir müssen... Wir müssen Bier brauen können. Okay. So. Ich glaube, das Bier brauchen eher unsere Zuschauer, weil... man uns wahrscheinlich nüchtern nicht so erträgt. Wieso nimmt er das nicht als Bett an? Gute Frage. Das ist extrem uncool. Ark. Ah, ich wundere mich, wieso ich nicht weiter geradeaus laufen kann und ich laufe die ganze Zeit gegen diese Tür.
Das ist sehr klug. Findest du? Oh ja, vor allen Dingen, weil ich es gerade schon wieder gesagt habe. Tralala und Trololo. Also wenn du irgendwie, Ja? Sprich dich aus. Brauchst. Was ist Dings? Oder Bums. Dings halt. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Bin ich bescheuert oder was? Ich kann es dir nicht sagen. Ich guck gerade unserem Freund zu, wie er getötet wird. Der stirbt nicht. Er hat nur noch 150 live. Komm schon. Wir müssen jetzt eigentlich mit Glasfenster hinbauen. Der wird voll irgendwie gebullied, ey. Von beiden Seiten. Bam, bam, bam. Warte mal, bleib du mal da, damit er halt immer Scham bekommt. Ich guck mal, ob ich noch ein paar Leute anlocken kann. Wir sind schon ziemlich Arschlöcher, kann das sein? Wir sind Let's Player. Das ist, glaube ich, normal. Man müsste den Typen jetzt eigentlich noch ertränken, aber ich habe gerade kein Wasser zur Hand. Weil man wird auch wirklich nicht rausklettert. Warte mal. Wir müssen es auch sehr realistisch halten. Das muss ja halt aussehen wie so eine Grube, die man Leute reinwirft. Ah, die Seite brauche ich nicht. So. Ich räume gerade mal unsere Kisten hier so ein bisschen auf. Er hat übrigens bloß noch 80 live. Ey, wenn er jetzt stirbt, dann lache ich ihn aus. Na, mein Freund Blau, brauchst du einen Guide? Ich bin irgendwie dafür, dass wir den noch sterben lassen und dann auch erstmal für heute. Also als großes Highlight, nachdem wir so oft gestorben sind. Ja, dass wir dann nochmal so als Highlight Mord begangen haben. Hör auf, die Dinger so zu verschwenden! Warum? So, und jetzt. Jetzt zieht alle mit. Ist quasi Silvester angesagt. 14! Nee, ups, viel. 29, ja. 28, 27, 25. Wir warten jetzt einfach. Los, los, stirb, stirb. Oh, jetzt gleich. Gleich sehen wir, wie es aussieht, wenn der Typ stirbt. Von wegen, der kann nicht sterben. Los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Happy New Year! Wir haben Mord begangen, yay! Kommt der Typ jetzt wirklich nicht wieder? Doch, der kommt jetzt in anderer Zeit wieder, aber trotzdem. Wir haben ihn umgebracht. Ja, endlich. Endlich sind wir. Wir sind so gut. Ja. Achso, ich habe mir auch ein neues Schwert gemacht, und zwar ein besseres. Ja. Ha. Ich komm da raus. Merchant has arrived. Das war das, was ich meinte. Na siehste, komm mal, den Idioten getötet, kommen die ordentlichen Leute. Ist doch schön. Nun ist er. Ah, da ist er. Da, der Händler. Nein, nicht ihn töten. Ich töte dich. Wieso kann ich das Bett nicht benutzen? Das habe ich dich eben gerade schon gefragt und du hast mir keine Antwort gegeben. Na, ich denke mal, weil du hier... Warte mal, wir machen das mal anders. Wo ist das Bett? Da ist das Bett. Wo ist das Bett? Da ist das Bett. Wo ist das Bett? Da ist das Bett. Dann so. Und dann baue ich uns eine hübsche Truhe und dann denke ich mir, dass es geht. Toll, der Typ verkauft nur Crap. Crap? Holy Crap. Crap. Der verkauft bloß Crack? Genau, Crack. Warum kann ich das nicht als Spawnpoint nehmen? Was ist denn das für ein Dreck? Ach, wir haben den Hintergrund noch nicht ausgebaut. Daran liegt's. Echt? Ja, du musst das Haus, du musst doch den Raum komplett haben. Damit keine Viecher da spawnen. So, das heißt. Ist das sicher? Ja, ich bin mir da irgendwie so ein bisschen. Na, dann gehe ich noch schnell ein paar Bäume fällen. Dann machen wir das gerade auch noch fertig. Ja. So komplett und dann. Genau. Dann bauen wir du ein paar. Das heißt, ihr habt uns doch noch ein bisschen länger.
Ja, oh, das ist ja mal voll grausam. Wieso rennt der Merchant mir hinterher? Holz, 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 Holz. Der Blob will mich angreifen, ich baue den Baum ab und er springt einfach dauerhaft in meine Hacke rein, also in meine Axt. Das passiert auch im realen Leben auch, oder? Da gibt's Blobs. Kann ich dir nicht sagen. Boah, guck mal hier! Warte, warte, ich gucke. Oh, eine Kaninchenzucht. Ja, Mann, was los? Voll süß. Würden jetzt irgendwelche Mädchen sagen. Weißt du, dass es Mädchen gibt, die sich... Das wäre mal interessant. Gibt es Mädchen, die sich unsere Let's Plays angucken? Also ich weiß, bei mir steht irgendwie 3% meiner Zuschauer sind Mädchen. Aber, ja. Säcker. Ja. Sollst du lügen? Du kannst doch den Statistiken nachgucken. Da steht 3% meiner Zuschauer sind weiblich. Und damit zähle ich einfach mal dich und Asan. Was ist das hier eigentlich für ein Raum, den du hier drauf gebaut hast? Ich finde ihn gut. Hör auf, den Raum zu mobben. Der ist geil, der Raum. Das ist, unsere Galerie. Was auch immer das bedeuten soll. Ich wollte das Wort unbedingt mal in einem Let's Play benutzen. Ja, los, du schaffst es. Yay. Wir haben übrigens einen Turm gebaut, ne, Korga? Ja, es ist ja schon indirekt so ein Turm. Ja, mein Mordor-Turm. Hast du hier so ein Dings? Was diese, ist so ein Dings? Diese Durchgangsdinger da? Ja, habe ich irgendwie noch irgendwo rumliegen. Oder meinst du eine Tür? Nee, diese Dinger hier. Ja, hab ich irgendwo. Zum Durchspringen. Hab ich irgendwo noch. Hast du Holz? Nein. Ich hab nur noch Holzwand. Das ist nicht gut. Hui. So. Wir brauchen ja noch mehr Zimmer für die Dryade und so. Ja. Das ist diese Frau in Grün. Mit wenig Kleidung an. Also für alle die, die was zum Gucken haben wollen. Wir kriegen noch eine Dryade. Soraka? Ist Soraka. Achso. Ist das auch eine Dryade? Sie hat Ohren auf dem Kopf. Zumindest in ihrem Dryaden-Skin, ja. Ah. Stimmt. Den habe ich nämlich. Lowlife-Gamer. Hast du dein gesamtes Holz? Was machst du da? Machst du die Fenster kaputt? Sollst du die Fenster kaputt machen? Ja. Nein. Na gut. So. Alter, was geht denn hier unten ab? Ich kann's ja nicht sagen. Sagst du's mir. Die schlagen unser Merchant von der Tür weg. Ihr Schweine! Roar! Warum rennt der auch draußen? So. Warum sind da keine Blobs in der Grube? Die springen bei unsere Grube rüber. Der geht einfach durch unsere Türen durch. Ja, kennst du es nicht? Der macht dir aber immer ganz brav zu. Wer hat denn die Tür weggekloppt? Hast du die Tür weggekloppt? Unsere Tür fehlt hier. Die war vor einer Sekunde noch da. Ja. Und ich hab sie nicht im Inventar. Also lass mich blind sein, aber ich hab sie auch nicht. Und wir haben gerade ein Zombie-Problem. Dann mach mal eine Tür und bastille davor. Ich opfere mein Leben. Und der Merchant hat die auch noch nicht. Der Merchant hat die verkauft. Also wenn jetzt hier... Das sind die Waldgeister. Wer nicht weiß, was die Waldgeister sind, schreibt mir bitte eine PN. Dann erklären wir es euch. Ja.
Yay, yeah, ich bin wieder gestorben. Und ich will mal gucken, ob ich jetzt respawned werde am Bett. Am Bett. Das ist bloß so ein Selbstversuch gewesen. No? Yay, yeah. Wow. Das ist ja schlimmer als bei Minecraft. Man wacht auf und hat erstmal so einen Zombie vorm Gesicht. Ja, yeah, close the door, please. I have a door now. So, I do the door too. So, spawn point set. Ich bekomme gerade Blut aus den Ohren. Da hängt ein Zombie in deiner Todesfalle. Ja. So, ja, ich würde sagen, hast du noch was zu sagen? Nee, ich würde mal sagen, wir beenden hier einfach die Aufnahme. Wir hoffen, es gefällt euch wieder. Ihr habt bestimmt gemerkt, dass wir 3 Tage in Folge hochgeladen haben und dann halt nicht mehr, weil einfach wir nichts mehr zum Hochladen hatten. Wir machen das halt je nachdem, wie wir Lust haben, wie wir was zu erzählen haben. Wie wir Zeit haben. Und wir Zeit haben, genau. Also es wird jetzt keine Serie so wie bei Minecraft oder bei Meat Boy, wo man halt eigentlich einmal am Tag irgendwas zu sehen bekommt. Sondern es Meat Boy momentan ja nicht, weil ich einfach total abgefuckt von dem Spiel bin. Oder so, ja. Und wir machen das immer so, wie uns gerade spaßig ist. Und ja. Weil ihr werdet es nicht glauben, aber wir wollen auch trotzdem Spaß am Spielen haben. Ja. Ja. Bei meinen roten Haaren fällt mir gerade auf, wenn ich den Mauszeiger so über mein Gesicht hänge, dann sieht es aus, als wenn ich ein Emo wäre, als wenn mir so rote Strähne im Gesicht hängen. Okay. Ich bin traurig, ich bin ein Emo. Nichts gegen Emos. Okay, aber. Okay, ich bin auch ein Emo. Ich stelle mich jetzt hier in die Ecke und guck den Augen zu. Ja. Emos in einem Raum. Einer stirbt. Diesem, was ist passiert? Mit diesem epischen Bild, beende ich die Aufnahme. Ich auch. Ciao, Leute. Ciao. Adios.